Einen wunderbaren guten Morgen. Das hier ist jetzt mein Frühstück in aller Schnelle. Wir bekommen gleich Besuch und da ist ja wie immer absolute Panik angesagt und sehr viel Vorbereitung. Deshalb ist eine Zeit für sowas, aber das Mittagessen wird, glaube ich, richtig gut. Und zum Abgang gibt es dann jetzt noch ein schönes Glas Orangensaft. Und zweimal Spekulatius. Schokospekulatius ist das mega geiles Zeug. So, das ist jetzt nicht besonders schön angerichtet, aber es handelt sich dabei um Reis, Curryhuhn und Gurkensalat. Und wir haben ja Gäste, deshalb habe ich das jetzt in aller Schnelle in der Küche gefilmt. Und weil es so schön ist, noch einen kleinen Nachtisch. Und zwar ist das ein Erdbeerquark mit Spekulatius. Lecker. Hallo, das ist wohl, was man als ersten Fail-Moment in meiner Follow-My-Food-Karriere bezeichnen könnte. Und zwar habe ich einfach vergessen, was es zum Abendbrot gab. Also, beziehungsweise das zu filmen. Ich habe es nicht vergessen, sondern ich habe vergessen zu filmen, was es zum Abendbrot gab. So, hätten wir das geklärt. Ja, das hier ist jetzt nur eine kleine Kollektion dessen. Sehr spärlich, denn wir hatten so eine Art Buffet. Das hier ist ein mega leckerer Salat, vegan und besteht aus Paprika, Mais, Äpfeln und Zwiebeln und dann einfach mit Essig, Öl und Zucker, glaube ich. Oder? Ja. Ja, dann haben wir hier eine eigene Kreation, das ist Tomatenbutter. Die besteht aus Tomatenmark und Butter, aber schmeckt auch mit Alsan super. Habe ich auch schon gemacht. Und da ist einfach jede Menge Knoblauch drin. Dann mein Lieblingsfrisch gepresster Orangensaft. Also der ist nicht tatsächlich frisch gepresst, sondern der ist von Netto. Aber da steht direkt gepresst drauf. Und er schmeckt auch richtig, richtig gut. Und hier repräsentativ für eine gesamte riesige Käseplatte haben wir hier jetzt noch einen Frischkäse. ja, aber da war noch Camembert drauf auf der Käseplatte und Parmesan, glaube ich. Ja, genau. Und die Butter. Dazu gab's. Ich filme jetzt einfach mal hier rauf, als hättest du es noch nicht gesehen. Dazu gab's Kartoffelsuppe, Würstchen. Würstchen. So, Hackbällchen, Weißbrot, dunkles Brot. Ich glaube, das war's. Reicht ja auch. Genau. Und ja, hier nochmal ein kurzer Überblick. Es war super, super toll. Vor allem war die Atmosphäre klasse und das ist ja echt die Hauptsache. Wie gesagt, ich habe es schon gestern gesagt, aber ich wünsche es einfach nochmal. Ich finde, das kann man nicht häufig genug wünschen. In 2 Stunden ist es soweit. Nee, in einer eigentlich schon. einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Wenn dir das gefallen hat, dann kannst du wie immer meinen Kanal abonnieren. Also du darfst es leider nur einmal machen, aber wenn du neu bist, dann ja, käme das zum Tragen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Follow My Food wieder. Bis dahin, tschüss.